Ja, hallo liebe Leute, euer DJ Chaos 87 meldet sich mal wieder. Allerdings, ich spiele dieses Spiel hier zwar nur nebenbei, aber ich wollte eine kleine Ankündigung machen, indem ich hier halt, ein Spiel nebenbei spiele, weil wenn ich das irgendwie halt nur mit einem Aufnahmeprogramm aufnehme und dann irgendwie mit einem Bild untermale, dann kriegen viele irgendwie ein Rauschen und na gut, kann ich auch verstehen. Wenn ich das jetzt so mache, dann habt ihr auf jeden Fall keine Rauschen. Das ist auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit. Und ich mache einfach mal ein Turnier. Das Spiel, was ich übrigens gerade spiele, ist Kunio Kun no Dutchball. Was weiß ich, was für ein langer Untertitel das nochmal war. Egal. Ja, ich wollte auf jeden Fall ankündigen, dass ich am kommenden Montag, das wäre der 30. Januar, Moment, ich krieg das noch hin. Okay, klappt doch nicht. Wie auch immer, ich nehme einfach mal alle. Wie auch immer. Create Team. Okay, Moment, ich muss das erstmal hier gerade wieder hinkriegen. Ich spiele das Ganze mit einem Englisch-Patch, da es das Spiel sonst nur auf Japanisch gibt, wovon ich dann leider kein Wort verstehen würde, aber gut, ich hab's geschafft. Okay, dann. Na also, Neketsu. Okay. Na, jetzt kann ich mir sogar... ja, natürlich Deutschland, oder? Ah ne, nach Deutschland kann man da hin, ne? Moment, zurück. Scheiße, okay, ich kann nicht zurück. Gut, Leute, wir spielen gegen Deutschland. Neketsu gegen Deutschland, auch nicht schlecht. Okay. Ja, wie gesagt, am 20. Januar wollte ich auf jeden Fall einen Livestream starten. In diesem Fall will ich mich auf jeden Fall auch an Ravenite Stelle bedanken, der mir geholfen hat bezüglich ein paar Einstellungen wegen Sound und so, dass ich das halt machen kann, weil ich habe jetzt auch schon eine längere Zeit leider nichts mehr hochladen können, zeitlich bedingt, was mir auch irgendwie leid tut. Und deswegen dachte ich, hole ich das in einem Livestream nach. Und das will ich in dem Fall halt, oh Gott, hat das Grafikfehler, halt tun. Und ich hoffe, dass ihr auch zahlreich erscheinen werdet am Montag. Also, ich habe ja am Montag sozusagen komplett freien Tag und den wollte ich halt dann sozusagen nutzen, dass ich sehr viel livestreame, je nachdem wie lange mein PC das mitmacht. Und da wollte ich den Livestream sozusagen um 13 Uhr starten. Ich denke mal, es werden zwar nicht alle um dieser Uhrzeit zu Hause sein, aber das ist ja nicht das Problem. Dieser Livestream wird ja, also wenn ihr es nicht schaffen solltet, ihn pünktlich zu schauen oder so, für 7 Tage gespeichert, also für eine Woche. Also für diejenigen, die es nicht schaffen sollten oder nicht pünktlich oder so, könnt ihr das dann dementsprechend immer noch nachholen. Und ja, Leute, für diejenigen, die das gerade hier merken, das Spiel ist wie Völkerball, nur halt dementsprechend anders. Dass man hier Schaden kriegt und so, egal. Ich sollte mal hinkriegen, den Ball hier zu fangen, da macht meine ganzen Spieler hier kaputt. Okay, wie gesagt, am Montag, 13 Uhr. Und was ich auf jeden Fall als erstes Let's Playen wollte, ist Kirby's Adventure Wii. Welches ich dann halt, etwa eine Stunde oder zwei Stunden spielen wollte und dementsprechend euch dann die Auswahl der anderen Spiele überlasse. Also die könnt ihr dann auswählen, die anderen Spiele, die ich in diesem Livestream spielen soll. Ich werde auf jeden Fall eine Liste von Wii-Spielen machen, die ich auf jeden Fall spielen könnte. Weil bei der Wii ist das Problem, dass ich das Problem habe, werf doch endlich, Mann. Dass ich halt, wenn ich hier halt über den PC den Livestream mache, dass ich halt das Problem mache, dass ich das dann nicht über den Fernseher sehen kann mit der Wii, weil ich das dann ja halt über einen Videograbber mache und dementsprechend, mein PC ist gegenüber vom Fernseher und ihr könnt euch denken, dass ich das dann, weil da auch der Sensor ist, ziemlich umständlich machen muss. Deswegen die Spiele, wo man mit der Wii-Fernbedienung sozusagen auf den Sensor zeigen muss, hauptsächlich, die habe ich jetzt nicht aufgelistet, weil das wäre zu viel rumgefuchtelt und dann könnte ich mich auf den Bildschirm hier gar nicht mehr konzentrieren und das wäre sozusagen unmöglich. Aber ich werde nicht nur Wii-Spiele machen, das heißt, ich könnte auch theoretisch PS2-Spiele machen, Gamecube-Spiele, naja, ausgeschlossen sind dann natürlich NTSC-Spiele, weil mein Videograbber unterstützt leider nur 50 Hertz und dementsprechend fällt NTSC komplett raus. Egal bei was. Und ja, deswegen, da müsst ihr halt schon mal mit rechnen, dass das halt nicht geht. Ich meine, ihr könnt Spiele vorschlagen. Wenn ich sie habe, werde ich sie natürlich dementsprechend auch tun, wenn viele es dann sehen wollen. Aber das sehen wir dann halt erst im entsprechenden Livestream.
Und von daher, ja, greift mir jemand den Ball eigentlich. Von daher, ja, muss ich mal sehen, wie ich das Ganze überhaupt mache. Vor allem, weil ich dann ja die ganzen Konsolen, Videokabel umstöpseln muss und das muss ich ja geschickt dann angehen. Aber gut, das werden wir dann ja am Livestream sehen. Wie gesagt, starten wir das Ganze mit Kirby's Adventure Wii. Wenn ihr halt erst eine Stunde später kommt oder so, dann macht das ja auch nichts. Ihr könnt ja von mir aus auch schon viele Spielevorschläge unter diesem Video hier schreiben, was ich dann hochladen werde, dieses Ankündigungsvideo. Und dem her, ja, könnt ihr wie gesagt schon Vorschläge machen. Das Spiel, was am häufigsten schon genannt wird, werde ich wohl auch dementsprechend dann schon halt mit einplanen. Und der Rest, wie gesagt, wird dann halt direkt beim Livestream ausgewählt. Aber gut, das war auf jeden Fall das, was ich ankündigen wollte. Scheiße, ich habe Spieler verloren, egal. ich hoffe, wie gesagt, ihr erscheint zahlreich, dass halt sehr viele bei den Livestream erscheinen werden. Und ja, ich hoffe halt, dass es euch Spaß machen wird, den Livestream dann anzuschauen. Und ja, dann würde ich sagen, werde ich dieses Ankündigungsvideo erstmal hier beenden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach am Montag beim Livestream um 13 Uhr. Ich hoffe, wie gesagt, dass viele von euch erscheinen werden. Wenn nicht, Video wird, wie gesagt, den Link werde ich natürlich in die Videobeschreibung einfügen, weil sonst ist es ja schlecht, sonst könnt ihr ja da halt nicht drauf gehen. Und ja, so. Ich werde, denke ich mal, am Montag auch noch so ein Video halt hochladen, dass ihr halt dementsprechend nochmal informiert seid. Das ist halt ein aktuelles Video, weil ich denke mal, ihr habt nicht nur einen Abonnenten, deswegen, dass dann halt ein aktuelles Video nochmal hochgeladen wird und ihr halt nochmal informiert werdet. Und das halt nicht vergisst oder so. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt endgültig und wir sehen uns dann beim Livestream wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen! Und dann werde ich natürlich auch ankündigen, warum ich momentan überhaupt nicht zum Hochladen kann und so weiter und so fort. Bis dahin, auf Wiedersehen!